Provokation. Reine Provokation. Mein Sohn hat keinen Nutzen von dieser Mauer. Das Einzige, was für ihn diese Mauer bedeutet, ist, dass er uns nicht in die Augen gucken muss. Als ich das vermessen habe, kam der Vermesser auf mich zu und meinte, die kämen jetzt noch nicht mal mehr für ihr Grundstück. Ob man uns sich nicht einigen könnte? Ja, nein, weil es ist so, man lernt ganz einfach das wahre Gesicht eines Menschen kennen nach so einer Aktion. Es gibt genehmigungsfreie Vorhaben und dazu gehören eben auch Mauern bis zu 2 Meter Höhe. Das Notwegerecht kann hier also der Schlüssel zur Garage sein, und zwar im wahren Wortsinn. Aufhören kann man nicht, es geht nicht, wir kommen hier nicht vorbei. Wird nichts. Halt ein. Und bitte. Ja, wir müssen unseren Einkauf jetzt alles hier reintragen. Weil mit dem Auto kommt man nicht mehr rein, da ist alles zu eng. Und das Einzige, was noch in unsere Garage passt, ist dieser kleine Spielzeuggolf. Und bitte! Und bitte. So, von der Hauswand, von den Pfeiler bis zu dieser Mauer hin, das gehört zu uns. Von der Mauer nach hinten hin, das gehört zum Nachbar. Und nach hier vorne raus, das ist diese ganze Breite, das gehört zur Gemeinde. Ich wusste auch erst nicht, was die da machen, aber im Nachhinein konnte man ja sehen, es wurden erst die Pfosten gesetzt und ich habe auch gesehen, wie hoch die Pfosten sind. Und da habe ich dann meinen Mann angerufen und habe gesagt, du wirst es nicht glauben, aber wir kriegen eine 2 Meter hohe Mauer vor uns vors Haus. Und da war natürlich das Entsetzen groß. Gefängnis, oder? Es ist wie im Gefängnis, man kriegt keine Luft, man nimmt uns die Sonne. Wir haben unten im Keller eine Dusche, alles drin, es ist dunkel, man muss am Tageslicht machen. Ja, es gibt Zeiten, da kann ich gar nicht rausgehen. Ich gehe auch gar nicht mehr zur Haustür raus, ich gehe auch nicht mehr zur Garage raus, weil bleibt mir die Luft weg. Ich gehe hinten raus, versuche seitlich rauszugehen, um nicht vor diese Mauer zu gucken. Weil, ja, man wird halt krank davon. Es ist für mich ein Gefängnis. Was für einen Sinn hat ihr? Aber was will er damit bezwecken? Es ist Provokation. Reine Provokation. Ich weiß es nicht. Man hat sein Leben lang alles für seinen Jungen oder für seine Kinder getan. Und wenn man einmal Nein sagt, dann passiert halt sowas.
Genau. Also das Symbol von dieser Mauer ist, dass das Verhältnis zwischen meinem Sohn und mir kaputt ist, total zerrüttet ist. Und ich denke auch mal, es gibt kein Zusammenkommen mehr von seiner Seite. Die euch ein, sage ich mal. Die Nachteile von dieser Mauer sind, dass man nicht alleine, nicht nur in die Garage nicht reinkommt, sondern auch das Seelische, dieser Druck, dieses Moralische. Das tut einfach nur weh. Das ist für mich das Schlimmere, als wie nicht in die Garage zu kommen. Also für uns. Auch für ihn? Der Nutzen, mein Sohn hat keinen Nutzen von dieser Mauer. Das Einzige, was für ihn diese Mauer bedeutet, ist, dass er uns nicht in die Augen gucken muss. Weil er sich dann schämen muss. Für das, was er getan hat. Ja, ist schon komisch, sag ich mal, weil man weiß ja, man hat das alles mal mit eigenen Händen aufgebaut da vorne und nun ist da eine Mauer davor und alles weg. Das ist schon sehr seltsam. Aber der Sohn selber existiert für mich nicht mehr. Was habt ihr für Nachteile dadurch? Ja, ich komme nicht mehr zur Garage rein und mit allen so. Es beeinträchtigt schon. Wie gesagt, ich muss da öfters mit dem Fass hin zum Wasser füllen für die Kühe und so weiter und ja. Vor allen Dingen, ich brauche ja keine Garage, wenn ich nicht reinfahren kann. Gehen? Nein, weil das hat keinen Zweck mehr, mit Ihnen darüber zu reden. Wie gesagt, wir haben nur versucht, eben auch über Bauämter und alles drum und dran da irgendwas zu unternehmen, aber das hat alles nichts geholfen. Ja, er will sich damit wichtig tun, was er von Kerl ist, was er drauf hat und ja, wie gesagt, sich auch nicht traut, uns mehr in die Augen zu gucken oder so weiter und so fort. Und er ist eben der Kerl. Praktisch die Einfahrt ohne die Mauer nutzen können, oder? Nein. Es ist in der Vergangenheit so, auch nach Mauerbau, dass von meiner Nachbarschaft mutmaßlich hier einfach hier zugeparkt wird. Es war auch früher so, die Autos wurden kreuz und quer hier hingestellt, dass meine Frau noch nicht mal mit der Mülltonne durchkam quasi. Meine Frau musste teilweise Einkäufe quasi hier über den Hang hochschleppen und hochklettern. Die Kinder haben Angst gehabt, da vorne lang zu gehen, weil sie ja ständig beschimpft worden sind von ihrem Mann. Und da hieß es darauf hin, wenn die Kinder halt Angst haben, baut euch eine eigene Einfahrt. Und wie gesagt, man kam teilweise nicht mal so mit irgendwas durch, weil die Autos kreuz und quer standen. Und das ist quasi nur eine Maßnahme, damit die Kinder hier in Ruhe auf dem Hof spielen können, ohne vollgepöbelt zu werden, wieder in Ruhe rausgehen können, ohne Angst haben zu müssen. Und dass wir einfach die Einfahrt nutzen können.
Ist man sich da irgendwie einig? Es war mit dem, als ich das vermessen habe, kam zum Beispiel der Vermesser auf mich zu und meinte, die kämen jetzt noch nicht mal mehr für ihr Grundstück. Ob man sich nicht einigen könnte, man würde hier jetzt ein bisschen eine Ecke von denen nehmen und vorne eine Ecke von mir hergeben. Dann kämen sie wenigstens gerade bis vors Haus. Hätte ich mich eventuell breitschlagen lassen, aber es sind sogar meiner Frau gegenüber Morddrohungen gewesen von ihrem Mann aus. Und es ging ein Ding ins andere und man wurde nur beschimpft und immer wieder irgendwelche Angriffe. Wir wurden nachts Spiegel vom Auto abgebrochen, als es auf der Straße stand. Und das macht keiner aus dem Umkreis hier. Und ich meine, ich will ja, kann ja nichts beweisen, aber die Vermutung liegt nahe. Und aus diesen Gründen, weil das alles zu dem Zeitpunkt gewesen ist, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, die Vermessungspunkte kommen dahin, wo sie sind. So einfach ist das. Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es raus. Am Anfang ja, zum Schluss mehr nein, weil es ist so, man lernt ganz einfach das wahre Gesicht eines Menschen kennen nach so einer Aktion. Und wie gesagt, nach Morddrohungen und allen anderen Sachen, die gewesen sind, ist es so, dass es in Ordnung ist, so wie es ist.